Und dann kannst du mein Fleisch essen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Diesmal ist es ein Kritikvideo an die liebe Lan. Es soll weder beleidigen noch irgendwelchen Hass schüren. Es dient einfach nur der Aufklärung bzw. dir, lieber Lan, etwas an deinem Content zu ändern, vielleicht zu verbessern, damit du in Zukunft nicht mehr so ein Hate abbekommst. Hier schauen wir jetzt mal auf ihren Kanal. Das ist ihr Kanalbanner hier so. 66.000 Abonnenten. Da hat sich in den letzten Wochen einiges getan. Allein durch die ganzen Momo-Videos. Wir gehen mal jetzt direkt auf die Videos. Hier geht's los, bis hier hoch, das sind 15 Videos, 15 Stück. Hier sehen wir, der 21.07. war der erste Tag. Am 29.07. Und da wunderst du dich, dass die Leute Angst haben, deine Zuschauer, beziehungsweise, dass sie etwas dagegen sagen. Wir sehen auch schon hier. Mag ich nicht. Also es ist ausgeschaltet, man sieht nicht wie viele Dislikes, aber hier waren auf jeden Fall sehr viele Dislikes dabei. Die Kommentare sind auch raus. Denn es ist schon sehr, sehr speziell. FaceSwap steht sogar dahinter jetzt. Ich weiß nicht, ob es vorher schon da stand. Aber spätestens da sollte es klar sein. Ich bin's wieder, eure Lan. Schon sehr creepy. Hier ist wieder eure Momo. Es hat mich sehr. Hier ist wieder eure Momo. Gerade war es noch eure Lan und jetzt ist es die Momo. Es gab doch irgendwo, das war bei Fire Golden, hat das doch gebracht, dass die irgendwann ihre Nasenlöcher. Der Facewap war halt wirklich, wirklich schlecht. Einmal wurden sogar ihre Nasenlöcher als Gesicht erkannt. Das war für mich halt der lustigste Teil ihres Videos, weil es ansonsten einfach inhaltslos war. Verarscht. Mit 15 Videos verarscht. Genau. So sieht's aus. Dieses Video, denn das ist sehr interessant. Denn dabei geht es um diese Challenge, wo die Leute aus dem Auto gehen. Das Auto fährt weiter und man tanzt neben dem Auto. Ist natürlich höchst illegal in Deutschland. Macht es auf jeden Fall nicht nach. In den USA interessiert das anscheinend keine Sau. Ihr seht sie hier unten. Hier steht, bei 30 km/h tanzt sie Feelings von Drake. Sie hat ja keine Freunde, aber ihre Nachbarin ist so freundlich und macht einfach mit. Könnte sein, dass die Nachbarin eine Freundin ist. Könnte sein. Nachbarn können ja keine Freunde sein. Nein. Krass ist immer das mit der Werbung. Hier war eine Werbung, hier war glaube ich auch eine Werbung, oder? Sicherlich. 1, 2, 3, 4 mal Werbung. In 11 Minuten. Stabile. Viermal Werbung sind eigentlich immer dabei. Kann man schon mal mitnehmen, ne? Jetzt kommt's. Warte. Jetzt kommt nämlich das Geile. Schaut mal, wie schnell 30 km/h bei Lan sind. Jetzt wird getanzt bei 30 km/h. Sie fährt 30 km/h und dann ist sie weg. Ist nicht möglich. 30 km/h. 30 km/h ist Sprinten. Genau. 30 km/h. Das ist Schrittgeschwindigkeit. Das sind wahrscheinlich nicht mal 5 km/h. 5 km/h ist die normale Schrittgeschwindigkeit. Und das, was sie hier macht, oje, das sind nicht mal 5 km/h. Wir machen mal gleich den Vergleich. Den hatten wir bei Da Vinci. Grüße gehen an Da Vinci raus. Asafa Paul ist der Schnellste aus den Blöcken. Jetzt kommt Gel. Und jetzt.
Ungefähr 37 km/h. So schnell läuft man mit Weltrekord. Und 30 km/h wäre nicht viel langsamer. Und was macht Lan? Lan steht. Lan steht. 30 km/h. Das Lied von Drake ist Schreibgeschütz. Ich kann das Lied nicht so wirklich benutzen. Ja, so ist das. Bestimmte Songs darf man nicht benutzen auf YouTube. Früher war es noch schlimmer. Früher hast du gleich einen Strike bekommen, wenn du irgendwelche fremde Musik verwendet hast. Free Music, ich weiß nicht, wann das angeführt wurde, aber mittlerweile, du kennst es selber. Wo ist er? Der. Das ist auch ein Freebeat, den ich selber schon benutzt habe, bei meinem Affenvideo. Aber man packt Drake in den Titel. Und warum? Damit man mehr Klicks bekommt. Mit wem soll ich reden, persönlich? Ich habe hier keine Familie, ich habe niemanden hier. Ich bin ganz alleine. Vielleicht die Nachbarin, die gerade mit dir ein paar Tage später gefilmt hat? Wäre eine Idee. Und auch heute noch bekomme ich rassistische Sprüche. Rassistische Sprüche? Brauchst du nichts drauf geben? Das sind alles bloß Idioten. Also meiner Meinung nach, solange sie nicht menschenverachtend sind, sich an bestimmte Regeln hält, ist jede Rasse willkommen. Viele schreiben, dass sie noch mehr solche Videos sehen wollen. Da mache ich die dementsprechend auch. Ich mache das nur für euch. Angst machen für euch. Ja. Ja, unterhalten ist wichtig, aber es muss nicht immer Verarsche sein. Das kann man doch zeitig auflösen, dass es die nicht gibt. Und dann macht man sich halt einen Spaß draus. Und entweder verarscht man das. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Einfach sich das zu nehmen und es zu parodieren. Da mal drüber nachgedacht, dass man vielleicht in eine ganz andere Richtung geht, weil manchmal sind ein paar lustige Sprüche dabei, da könntest du dran arbeiten, dass das anders läuft und dann brauchst du nicht diese Scheiße produzieren. Ich habe doch selbst geschrieben, dass ihr das mit Humor nehmen sollt. Sehr spät kam das erst. Wo war das? Hey Leute. Hey Leute. Wo war's? Hier. Das Video. Hey Leute. Hier. Momo gibt es wirklich. Ach Mann, was machst du nur? Wollte ich noch was? Happy Meal. Hier ist die Sache. Irgendwie ist das alles wirklich verdächtig. Leute, das habe ich mir auf jeden Fall nicht bestellt. Genau, das hast du dir nicht bestellt. Genau. So sieht's auch aus. Da braucht man nichts mehr dazu sagen. Das Happy Meal, was? Ach ja, genau. Kommt die Wurst raus, oder wie war das? Wir hatten eins mit einem Zettel, mit unserem doofen Zettel, wo man ja nicht merkt, dass da nichts drin ist, außer einem Zettel. Es sind zwei Boxen und die eine müsste ja deutlich leichter sein als die andere. Es ist mir zur Ohren gekommen, dass ganz viele konstruktive Nachrichten unter deinen Kommentaren einfach gelöscht werden. Das heißt, du gibst ihnen gar nicht die Chance, dir was mit auf den Weg zu geben. Hier liest sie doch Hater-Kommentare vor. Und da sind wirklich auch Hater-Kommentare dabei, muss man sagen. Findet ihr das nett, Leute, dass irgendwelche Leute einen beleidigen? Nee, finde ich nicht nett. Also Beleidigungen sind unangebracht. Die habe aber selbst ich bekommen für mein meistgeklicktes Video. Ich bin über 50, dabei bin ich nicht mal 40 und das darf man dann halt nicht an sich ranlassen, weil man merkt, die Leute haben sich nicht mit mir befasst und nicht mit meinem Kanal, sondern gehen halt einfach drauf, weil sie einen nicht kennen. Dann ist es halt einfach, jemanden zu beleidigen. Und zum Ende hin wird es aber dann ein bisschen lustig. Also, was richtig Cooles. Momo hat mir geschrieben. Momo hat dir geschrieben und zwar in dem Video. Wegen Momo haare ich mit YouTube auf, weil dieses Kommentar in gewisser Weise ja lustig für sie ist. Und dann kann ich dir mein Fleisch geben. Und dann kannst du mein Fleisch essen. Aber das ist, ich schmecke salzig, weil ich... Das war lustig, Lan. Momo frisst dich und deinen Anus.
ehrlich gesagt will sie mein Poloch essen. Zum Schluss des Videos reitet sie fast 2 Minuten auf dem Popoloch rum. Momo will mein Po essen. Lali. Oh Gott. Die Kunstfigur will dein Po essen, genau. Die Figur mit Krähenfüßen. Das hier ist die Figur, um die es sich handelt. Es ist eine Kunstfigur aus Japan. Wenn ein jemand Unbekanntes anruft, dann steht nur eine Nummer da. Da steht nicht der Name da und man kann den Namen selber im Telefon vergeben. Das heißt, sie selber hat in ihrem Handy Momo eingegeben. Ihr müsst den Namen einspeichern, damit da Momo steht. Niemand speichert sich ein Killer mit dem Namen ein. Mein ernst gemeinter Rat: Versuch dich um 180 Grad zu drehen, dass du dein Content zum Positiven änderst. Noch hast du die Möglichkeit, du stehst noch ziemlich am Anfang von deiner YouTube-Karriere. Du entscheidest selber, was du auf deinem Kanal bringst. Wenn du deine Leute verarschen willst, musst du es machen. Du musst aber damit rechnen, dass Leute dir sagen, dass das nicht okay ist. Lösch keine Kommentare, die konstruktiv sind, und block die Leute auch nicht. Das ist very unprofessionell, sag ich mal. Auf jeden Fall noch was am Schnitt ändern. Gerade bei Momo schneller Cut und dann ist es ganz anders. Das kann jeder. Ich kann auch jetzt hier sitzen. Und jetzt sitze ich ganz woanders. Oh mein Gott! Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Schönen Gruß an die Meinungsbürger-Szene. Für weitere Meinungsvideo-Vorschläge oder sonstiges einfach was in die Kommentare reinschreiben. Ich bin jetzt raus, mich im Moment. Wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend oder Nacht. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut es rein und tschüss. Ich hoffe, es war nicht zu lang.